Ein Hallo und willkommen zurück zum nächsten Part von Metro 2033. Ja, wir nähern uns ziemlich dem Ende, habe ich das Gefühl. Und es geht weiter, nachdem wir ja die Brennstäbe entfernt haben, machen wir uns immer weiter auf zu D6, beziehungsweise wir sind da ja, glaube ich, schon, ich weiß es nicht, aber wir haben, da erwartet uns eine ziemlich große militärische Kraft. Jo, und was müssen wir machen? Begeben Sie sich zum Obstern, was steht da? Zum Obstern-Kino, Fernsehturm und platzieren Sie das Raketen, was steht da? Raketenleitsystem. Okay, gut, werden wir machen. Da ist Ullmann. Ja, geil, Ullmann hat überlebt. Klasse. Ach, und wir sind wieder hier. Back from the hell. Das heißt, zurück von der Hölle, falls das jemand weiß. Und ich fände es gut, wenn ich irgendwie jetzt so ein Typ wäre, bei dem ich shoppen gehen könnte. Ich meine, okay, wir haben zwar nicht mehr viel Militärmun, die haben wir ein bisschen verbraten mal so in einem Part, aber naja. Oh, hallo, ich hab euch vermisst. Wo sind der andere Typ? Da! Wo wir... Ich sag gerade, ich brauche Munition und da liegt es. Ach, ich liebe einfach. Das ist echt immer so viel Zufall. John und ich gehen zu Ostankino, um das Ziel zu korrigieren. Sie bleiben hier und verteidigen Wladimir. Ob wir es schaffen? Ja, mit der Sache natürlich keine Munition. Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut. Gehen wir, Artyom. Viel Glück, Leute. Dankeschön. Gasmaske kann ich jetzt, glaube ich, abnehmen hier. Nee, ich will keinen neuen Filter nehmen. Ich nehme das Leitsystem. Gut, ich folge dem einfach mal, dem Lappen hier oben. Wenn er hier entlang gegangen ist. Nee, scheint mir nicht so. Gut, wo muss ich denn entlang? Sagst du mir das? Ach so, hallo. Kollege? Hallo? Hallo, was müssen wir machen? Ja, was ist denn das Leitsystem? Sag's mir das mal. Das Leitsystem, was meint er damit? Hey, sag mir doch mal, was du meinst. Hey, hier, Kollege. Hier oben geht's ja nirgendwo entlang, oder? Ne, Quatsch. Ja, was meint der denn damit? Wartet mal. Ja, Mann, was meinst du denn damit? Mann, du musst mir schon sagen, was du meinst mit deinem blöden Leitsystem. Soll ich dir hier irgendwie dran helfen, oder was soll ich machen? Da hinten ist ja auch noch was, aber da kann man ja nichts machen. Nee. Hä? Was muss ich denn machen? Du nimmst das Leitsystem, ja. Und wo ist das? Ja, muss ich hier irgendwie mitfahren? Nee, glaube ich ja nicht. Was hat da gerade geklingelt? Hiermit muss ich ja nicht fahren. Oh, Alter, Megalag. Frame-Einbruch. Ich nehme das Leit... Ach, oh, ich Idiot. Ich Volltrottel. Oh Mann, ey. Jetzt aber hier rein. Du rettest die Welt, während du knietief in der Scheiße steckst. Und keiner interessiert sich dafür. Warum bleibt der Typ eigentlich da stehen? Will der nicht mitkommen? Naja, egal. Kapitel 7. Turm. Yo. Taylor und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater. Oh, Alter, sind wir weit gefahren. Der Ostankino-Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem meine Geschichte begann. Yo, wir sind fast im Ende nah. Ja, genau. Geil, Gasmaske Hilfe. Und hier haben wir das LP gestartet. Ja, ich hasse. Geil, die Bibliothek haben wir übersprungen. Gut. Ja, und hier hatten wir nämlich auch die Waffen und alles. Klar halten wir die Stellung. Achso, du bist ein Kumpel von mir.
Jo, und das ist ja wieder geplant. Genau, das kennen wir auch noch. Jo, diese Viecher, die haben wir noch nie besiegen müssen. So, und da verstecken wir uns ja jetzt. Jo. Bam, bumm und umgerissen. Heftig. Genau, und da hatte das damals gestoppt. 8 Tage vorher. Ja, Mann, siehst du scheiße aus. Ha, so ein Elektrogewehr. Die Horde hat sich zerstreut. Das ist unsere einzige Chance, den Turm zu erreichen. Gut. Und eindeutig, wir wechseln hier zu Militärmoon. Weil, naja. Wir brauchen eindeutig keine Dingens mehr. Ich glaube, wir kommen in keine Station mehr. So. Ja, lauf, du Bitch. Jo, und das ist der Turm. Ja. Da gehe ich mal vor. Und dann sowas. Toll, bleib bloß nicht stehen, aber ich darf nicht vor dir rennen. Jo. Das hat natürlich Logik. Ah, oh, ich muss erst wieder nachladen. Hilfe. Das ist schon geil. Mit was für einer Waffe, der die wegbrezelt. So. Hör mal. Hey, hallo. Jo, jo, jo. Ah, Hilfe, aua. Okay. Ja, ich laufe ja schon mit. Ja, Mann, ich muss... Ey, wow, meine Gasmaske, Hilfe! Jo, Alter! Scheiße, meine Gasmaske darf echt nicht kaputt gehen. Ja, du schaffst das, deine Dinge... Deine Moon ist ja auch nicht alle oder dergleichen. Sag mal, hört mal, hallo... Lauf du vor, ich lauf nicht mehr vor. Vielleicht mal einen gesegneten Speicherpunkt haben. Falls man das Raum nennen kann. Habe ich auch wieder anderweitig Munition? Nee, aber hier mit der Shotgun jetzt. Glaube ich. Oh ja, geil. Wenigstens 9 Munition. Und schon wieder keine Munition. Ja, lauf vor, komm. Suchen wir uns einen Weg nach oben. Hier entlang. Yo, ich wollte nur nach Munition gucken. Sorry. Ja, geh doch. Mann. Das wäre geil. Gut, lass mich auch mit drauf. Und hepp. Super. Soll ich helfen? Nice.
Klasse. Robin, so heißt auch ein Film. Der Aufzug brachte uns zur Spitze des Turms. Jahrzehnte wurden von hier aus Nachrichten gesendet. Aber ob die Neuigkeiten von heute gut oder schlecht sein würden, das hing nur von uns ab. Sobald wir das Leitsystem installiert hatten, war unser Auftrag beendet. Aber Pläne gehen nun mal schief. Nicht gut. Macht euch bereit. Jetzt wird es heftig. Boah, Alter, sind wir weit oben. Hilfe. Wow. Aber geil sieht's aus. Bist du okay, Arschau? Ja, hol mich bitte hoch. Fantastisch. Ullmann, bitte kommen. Wir sind im Turm. Das Ziel ist von Wolken umgeben. Wir fahren höher. Ende. In Ordnung, Arschau. Jetzt. Ich habe gerade keinen Plan, was abgeht. Oh, okay, eine Luke, da will ich nicht reinfallen. Habe ich überhaupt Munition mit der Sache? Ne, ich nehme lieber den Revolver. Ups, und drüber springen. Was ist denn hinter mir? Gar nichts, haha. So. Ach, hallo. Bitte kommen, Ullmann. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Gehen noch weiter hoch. Die Musik, ja, sage ich ja. Falls nichts Gutes. Bitte kommen, Miller, schieß, Artyom, schieß. Artyom, Miller, bitte kommen. Schieß. Oh Mann, ach ja, Miller. Verstanden, Oberst. Ende. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hoch klettern, wie du kannst, und das Leitsystem einrichten. Bewegung, Junge. Jetzt hängt alles an dir. Oh Mann, aber danke für deine Munition und... Falls du stirbst, rest in peace, requiescat in pace, Ruhe in Frieden. Auf drei verschiedenen Sprachen. Dann aber echt voll schade. Gut. Wo muss ich denn jetzt entlang? Hier? Ich weiß es nicht. Nee, oder? Nee, von da bin ich ja gekommen und dann habe ich den ja hier wieder getroffen, genau. Ah, hier muss ich entlang. Gut, muss ich jetzt hier auch wieder die Halterung lösen? Oder nicht? Ach so, kommt man hier rein? Nee, auch nicht. Komisch. Was muss ich da... Ach, hier, nach oben. Gut. Hier ist auch nichts. Hey, lass mich wieder raus. Muss ich da entlang oder nicht hier? Ne, auch nicht. Aber hier ja auch nicht, oder? Nee. Also muss ich hier entlang. Ach, da ist so eine Leiter. Ah, okay, gut. Boah, ich hatte aber gut schon gerade ein bisschen Schiss, ob das schief geht. Ah, drücken. Drücken. Ich denke mal, sobald das verschwindet, kann man das, Jo, Alter, das ganze Gerüst fällt ja hier runter. So. Und wir sind etwas weiter oben. Der Turm ist echt mordsgefährlich und wir müssen gleich auch mal den Part beenden. Oh, ein paar Filter, schaden nie. Naja, darunter will ich jetzt aber nicht.
Okay, was war das gerade? Wow. Hilfe, einfach weiterlaufen. Artyom, einfach weiterlaufen. Ich frage mich, wie weit sie eigentlich noch hochgehen mag. Wann sind wir mal oben? Wow, das dauert noch was. Okay, gut. Ich habe das Gefühl, die Treppen stürzen auf jeden Fall gleich. Ja, habe ich ja gesagt. Was Artyom nicht alles bewältigen muss. Puh. Gut, und weiter die Leiter hoch. Und dann muss ich den Part jetzt auch mal beenden eigentlich. Jo, ich würde sagen, wir beenden hier einfach den Part, gerade wo es spannend wird. Ich weiß, ich ärgere euch gerne, aber dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute.